Vor langer Zeit haben zwei Rassen über die Erde geherrscht: Menschen und Monster. Eines Tages brach der Krieg zwischen den beiden Rassen aus. Nach einem langen Kampf haben die Menschen gewonnen. Hurra! Und dann haben sie die Monster im Unterland mit einem magischen Zauber versiegelt. Die Schweine. Einige Jahre später. Mount Abbott 201X. Also ein X weniger als bei Mega Man. Legenden sagen, dass diese den Berg erklimmen, niemals zurückkehren. Wir gucken's mal, ob das auch wirklich so ist. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie unser Schicksal. Ihr wahrscheinlich auch. So, fahren wir da runter. Dann kommt nämlich gleich das Intro, dann kann ich ein bisschen was erzählen. Wenn ich denn mal darf. Wäre schön, wenn. Mein Redezwang wird gerade gehemmt. Okay, das interessiert da draußen eh kein Schwein, ich weiß, aber ich sag's trotzdem. So, komm, das ist der Berg. Und wenn der Berg ruft, dann kommt meistens der blöde Ötzi, aber das ist ein anderes Thema. Und eine Pizza hat. Undertale. Ja, ich glaube, es gibt wirklich auch keinen, dem ich noch großartig irgendwie erzählen muss, dass Undertale ein Pflichttitel ist. Ich bin übrigens euer Mr. Venom 1974, guten Tag. Das ist eigentlich einer der größten Indie-Perlen ever. Ja, also das Ding muss man kennen. Also das, was Earthbound für den Super Nintendo ist, ist Undertale für die heutige Indie-Community. Es ist so ein Game, das so pfiffig mit den, mit den Klischees eines RPG arbeitet. Das ist schon enorm. Das ist schon wirklich klasse. Und ihr werdet das gleich sehen. Ich werde euch mal ein bisschen was zeigen. Und vielleicht machen wir davon auch nochmal mehr. Vielleicht nicht unbedingt nächste Woche oder so, aber vielleicht ist das zum Beispiel so ein Game, wo man sagen kann, da kannst du auch mal irgendwie in aller Ruhe auch mal ein bisschen was tun. Und na, gucken wir mal. Ja, Nickname ist richtig, der hat leider keinen anderen gewählt, die Pfeife damals. Hätte er mal aufgepasst bei der Namensvergabe, aber nein, wusste alles besser. Gut, jetzt schreiben Leute in die Kommentare, das weiß der heute noch. Und meistens stimmt's auch. Das ist unsere Protagonistin. Mit der wir das Abenteuer jetzt erleben. Hallo, ich bin Flowey. Flowey, die Blume. Oder machen wir's ganz in der tollen Übersetzung. Hallo, ich bin Blumi. Blumi, die Blume. Warum ich mich so vorstelle? Es wäre ja unhöflich, sich nicht vorzustellen. Dann wüsstest du ja gar nicht, wer ich bin. Und ich bin Blumi, die Blume. Jemand muss doch dir Benehmen beibringen. Ja, und das muss ich wohl sein. Bereit? Dann machen wir es jetzt. Siehst du, das ist ein Herz. Das ist so deine Seele. Das ist so das, was sie zusammenfügt. Das ist so das Gesamtwerk von dir. Deine Seele fängt schwach an. Aber du kannst stark werden. Mit verdammt viel LV. Jetzt kommt ein Gag, den übersetze ich noch nicht. Wofür LV steht? Natürlich für Liebe. Natürlich. Du willst ein wenig Liebe, nicht wahr? Mach dir keine Sorgen. Ich teile sie mit dir. So. Hier ist meine Liebe unten. Warte ein bisschen. Ja. Und jetzt Freundlichkeit. Freundlichkeitsklütze liegt los. Bist du bereit? Ja. Fang so viel, wie du kannst. Du Idiot. In dieser Welt heißt es töten oder werde getötet, du Pfeife. Warum sollte jemand die Möglichkeit wie sowas verschwenden? Sterb. Hilfe. Hm? Aua.
Was für eine schreckliche Kreatur. So ein armes, unschuldiges, junges Ding zu foltern. Ha, hab keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel, der Wächter der Ruinen. Ich bringe dich durch diese Stellen. Und jeder, der irgendwie nach unten gefallen ist, den bringe ich da durch. Du bist der erste Mensch seit einer langen Zeit. Komm, ich werde dich durch die Katakomben führen. Diesen Weg. Es gibt doch, glaube ich, nur den. Ja. Ihr seht schon das Setting. Ich mag es. Und genießt diese Musik. Undertale hat vielleicht einen der besten Soundtracks ever. Geil. 199 Mal remixed schon jetzt in kurzer Zeit. Und das ist wirklich klasse. So, da kann man speichern. Das brauche ich jetzt aber nicht, weil wenn ich mal tatsächlich mehr davon mache, dann würde ich es auch speichern. Jetzt ist das hier erstmal wurscht. Willkommen einmal zu Hause, Unschuldige. Ich erlaube mir einfach mal, dich zu unterrichten in den Abwicklungen der Ruinen. Den Abläufen, was glaube ich eher. Die Ruinen sind voller Puzzle. Antike Verbindungen zwischen Diversionen und Türen oder in dem Fall Schlössern. Man muss sie lösen, um von Raum zu Raum zu kommen. Bitte bereite dich auf den oder bereite dich vor und achte darauf. Jetzt kann ich ein bisschen Unsinn machen, das ist vollkommen wurscht, da passiert nicht nichts. So. Nur die Mutigen gehen weiter. Tapfere, dumme Leute. Beide gehen aber nicht den mittleren Weg. Wie ihr gerade merkt, da ist kein anderer. So. Um weiterzukommen, musst du ein paar Schalter betätigen. Mach dir keine Gedanken. Ich habe die Schalter beschriftet, die du betätigen sollst. So, das ist auch schön. Man weiß es ja eh schon, dass man, wie man die Schilder lesen kann, aber es ist schön, dass das Schild einmal erklärt, wie du das Schild lesen kannst, das du gerade eben gelesen hast. Undertale Humor. Also, klar, bleibe auf dem Pfad, junger Padawan. So, ganz toll, ganz unauffällig. So, genau, ganz, das steht da noch geschrieben, bitte betätige den Schalter. Mach ich. Nein, 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 nein! Du sollst den anderen Schalter betätigen. Ich habe die sogar beschriftet für dich. Ist mir egal. Mach ich trotzdem. Ich zeige euch gleich auch noch was. Das dürfte ich, glaube ich, in diesem kleinen Mini-Video auch noch rumkriegen. Ich kann auch gleich zeigen, wie ich Toriel gleich vollkommen in den Wahnsinn treibe. Super. Ich bin stolz auf dich, Kleine. Lass uns weiter in den nächsten Raum. Ich bin so großartig. Wenn du als Mensch in den Untergrund lebst, werden dich Monster angreifen. Du musst auf diese Situation vorbereitet sein. Aber mach dir keine Gedanken. Denn der Ablauf ist einfach. Wenn du einem Monster begegnest, gibt es einen Kampf. Wenn du in diesem Kampf bist, versuche eine, das fand ich auch geil, strike up a friendly conversation, versuch eine freundliche Unterhaltung anzufachen. Schaff dir selber Zeit und dann wirst du merken, wie du diesen Konflikt lösen kannst. Versuche mal einfach mit Dummy, mit der Puppe zu reden. Ihr könnt euch denken, was ich jetzt tue. So, das ist das Kampfsystem. Hier ist Act, da sind die ganzen Sachen. Wir können natürlich auch Mercy, wir können also auch gnädig sein. Wir können ein Item benutzen, klar, wir können aber auch einfach das tun, was wir nicht tun sollen. Du hast gewonnen. Du hast 0 Erfahrungs- und 0 Gold bekommen. Diese Puppen sind nicht zum Kämpfen da. Die sind zum Sprechen.
Wir wollen hier keine Leute wehtun, weißt du? Komm. Ach so. Da ist noch ein weiteres Puzzle in diesem Raum. Ich frage mich, ob du es lösen kannst. Kann ich. Kann ich. Komm, geh. Geh. Ich bin sogar schneller als du. So, noch ein Kampf. So, jetzt kann ich ja mal ein bisschen Unsinn machen. So, haben wir. Können wir ihn checken. Können ihn bedrohen. Können ihm auch einfach ein Kompliment machen. So, Froggy versteht nichts. Aber fühlt sich geschmeichelt. So, haben wir nichts gekriegt. Na, komm. So, das ist ein ganz total schwieriges Rätsel. Würdest du mal? Das ist das Rätsel. Aber hier, nimm meine Hand für einen Moment. Das ist, der führt uns da selber rüber. Danke, Doriel. Danke. Hilft mir jetzt nicht so unbedingt, dieses Puzzle zu verstehen. So. Rätsel sind ein bisschen gefährlich für dich im Augenblick. Ja, klar. Gelöst. Total schwierig. Du bist unglaublich. Du bist so weit gekommen, mein Kind. Übrigens, ich habe noch eine schwierige Aufgabe, um die ich dich bitten muss. Ellipsis, Ellipsis, Ellipsis. Ich würde gern, dass du einfach mal bis zum Ende des Raums selbst gehst. Vergib mir für das. So, Undertale-Humor. Ich geh einfach mal ein bisschen weiter. Ist doch vollkommen egal, ob ich hier nebenan gehe oder sonstiges. Na, habt ihr begriffen, wie der Gag funktioniert? Das ist typisch Undertale. Grüße, mein Kind. Ärger dich nicht. Ich wollte dich nicht verlassen. Ich war die ganze Zeit hinter der Säule. Vielen Dank, dass du mitraust. Da war eine... Übrigens, das war eine wichtige... Ein wichtiger Grund für diese Übung. Um deine Unabhängigkeit zu testen. Weil die hatten wir vorher nicht. Jetzt muss ich mich wieder um andere Geschäfte kümmern. Jetzt muss ich dich mal für eine Weile allein lassen. Bleib hier. Es ist zu gefährlich, allein rauszugehen. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir ein Cellphone. Ein Smartphone, ein Handy. Das neue Nokia 3310. Das C-Netz, was auch immer. Und wenn du mich anrufen musst, ruf einfach an. Bleib sauber. Bis dann. Mir ein Telefon näher zu drücken. So. Na, komm. Sag erstmal Hallo. Das ist Toriel. Du wolltest nur Hallo sagen? Nun ja. Hallo. Ich hoffe, das reicht. Ja. Das ist Toriel. Okay. Du wolltest nochmal Hallo sagen. Ja. Grüße. Ist das genug? Bist du gelangweilt? Ich sollte dir ein Buch geben. Meine Entschuldigung. Stell dir doch einfach vor, wie du dich selber entwickelst. Stell dir vor, du bist ein Monarch. Herrsche über den Blatt. Das ist die Blattsäule mit einer harten Faust. Kannst du das machen für mich? Ich bin gar nicht genervt. Hallo, mein Kind. Ich hab nicht viel zu erzählen. Es war nett, deine Stimme zu hören. So, ich glaube, da kommt noch was mehr, ne? Das wiederholt er jetzt. Genau, natürlich ist klar, wir machen die anderen Möglichkeiten auch. So,
Erstmal machen wir das Folgende. Wir gehen mal in den Nebenraum. Da freut er sich auch ganz besonders. Es ist Thorin. Du willst mehr über mich wissen? Nun, ich weiß nicht, da gibt es nicht viel, was ich dir sagen soll. Achso, Entschuldigung, das hätte ich vorher müssen. Aber gut, das weiß ich dann ja überhaupt geben. Ich bin eine kleine verrückte Lady, die sich um Sachen sorgt. Es ist Toriel. Hä? Hast du mich gerade Mutter genannt? Nun, ich denke, macht dich das glücklich? Um mich so zu nennen, Mutter? Ja. Nenn mich, wie du magst. Hä? Hä? Hm? Wie nett. Ich könnte dich, könnte dir die Wange streicheln. Du findest sicherlich bessere alte Frauen als mich. Liebes, bist du dir sicher? Auch nachdem du mich Mutter genannt hast? Du bist interessantes Kind. So, da kam nichts mehr, ne? Genau, irgendwann ist es gleich weg. Okay, es bleibt. Achso. Hallo? Das ist Toriel. Du hast doch nicht einfach den Raum verlassen, hast du? Da sind einige Puzzle vor dir, die hätte ich erst noch erklären müssen. Es wird gefährlich, wenn du diese Sachen selber für dich löst. Pass auf dich auf, okay? Fight. Komm. Jetzt erklärt er uns das Kampfsystem, das ist mir egal, das ist wurscht. Das kenne ich. Ich will kein Mercy haben. Da kann man nochmal speichern. So, Kampf. Zack. So, und dann hat man so ein Minispielding. Und da muss man eigentlich aufpassen, dass man eben nicht getroffen wird. Und da gibt es noch andere Sachen, was da alles drin ist. Bosskämpfe sind richtig, richtig kreativ. Ach genau, das war das Trapdoor-Ding, ja, genau. Hallo, das ist Tobi. Ohne Grund jetzt, was magst du lieber? Zimt? Butterscotch? Egal. Sag's mir nicht. Ist das Zimt? Ja, natürlich ist es Zimt. Ich hatte da so ein Gefühl. Wenn Menschen nach unten fallen, seltsam, aber ich habe manchmal das Gefühl, als würde ich sie kennen. Ehrlich, als ich das erste Mal getroffen habe, fühlte ich, als würde ich einen alten Freund, zum ersten Mal wiedersehen. Seltsam, oder? Nun, danke für deine Auswahl. Oh, so nochmal. Ja, komm, das ist mal gut. Ja, komm, läuft. So, weg. So, ja, gut, da erklärt er uns das Rätsel. Weil er sie es eher. So, Kampf, komm. Na, bedroh ich ihn mal. So, hat Angst. Schiffen war. Na komm, bedrohen wir nochmal. Ach komm, mach mal platt. Tschüss. Miau? Nein, der war doch noch richtig aus. Das war ganz schlicht, aber reicht.
Naja, gut, aber wie gesagt, ich werde euch mal irgendwann auf jeden Fall mehr von Undertale zeigen. Ich finde das unglaublich geil und es ist auch sehr, sehr lang. Also das ist man auch nicht in 5 Minuten durch. Jeder, der irgendwie ein Fan von RPGs ist, der spielt das. Ja, dem kann ich auch anders nicht sagen. Das ist wohl das Beste, was ja noch nicht mal ein JRPG ist, aber das beste JRPG-Look-like, was es auf Steam gibt. Und das hat so viele Fans und mich auch. Das sagt schon eine Menge. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.